bevor wir irgendwas anderes machen, speichern wir jetzt erstmal. Weil ich habe jetzt keinen Bock, dieses Video nochmal zu sehen. So, und das nächste, was wir machen, ist, uns eine gute Waffe auszusuchen. Das nächste, was wir machen, ist... Nein, nicht jetzt, bitte! Ich habe gerade keine Zeit! So, jetzt geht's. Und Waffe weg. Also ich kann euch nur empfehlen, steckt die verdammte Waffe beim Wegrennen ein. Ihr habt sonst echt... Ihr habt nämlich sonst echt die Probleme. Weil sie will ja immer zu ihm. Weil dann könnt ihr einfach nicht laufen, weil sie die ganze Zeit nur das Fliegen zieht. Und weiter und wieder wegrennen und wieder wegrennen und wieder wegrennen und wieder wegrennen und wieder wegrennen. Ich mache das übrigens extra so um die Ecken rennen, weil... überleben, gerade weil ich auch gerade auf dem Helm nicht mit mir auf gerade so ein Vieh. Ha, jetzt aber. Los, 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 los. Los, los. Ah, wir haben es geschafft, Leute. Ich jetzt. So, ich hole jetzt noch mal ganz kurz das auf. Deshalb liegt hier so viel Uzi-Munition. Also das Vieh ist wirklich das Ätzendste, was man hier besiegen kann. Muss, wie auch immer. Es ist wirklich ätzend. Ihr habt es ja gerade mitgekriegt. Also die Taktik ist einfach bei Temporada 1, ist einfach die Ecken ausnutzen. Immer, da kann man es übrigens auch mit jeder x-beliebigen Waffe besiegen. Ich glaube, die Uzis machen da am meisten Schaden. So. Wir haben es geschafft. Speichern. Und das Level heißt schon wieder anders. The Great Pyramid. Die große Pyramide. So, aber wir machen uns jetzt nochmal einen Spaß. Sie schreit zweimal. So, bevor sie jetzt geht. Ich hoffe, das macht sie jetzt noch. Braves Mädchen. So, wir sehen uns dann gleich wieder. Genau an dieser Stelle, zur gleichen Welle. Ciao. Und da bin ich schon wieder. Ja, meine Mitbewohner hat gerade gesagt, sie möchte erst duschen. Dann lassen wir sie erstmal duschen. Und ja, sie war nämlich beim Sport. Und heute ist unser gemeinsamer Abwaschtag. Oh, schon wieder so einen schönen Gang. Ja, was sollen wir jetzt noch machen? Das Level heißt die große Pyramide. Wahrscheinlich sollen wir hier noch irgendwie... Wir müssen jetzt ja eigentlich wieder... hoch, ne? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, aber... Aha. Aha! Ja, warum habe ich gerade so laut Aha gesagt? Ich dachte mir gerade... Okay. Ich dachte mir gerade, ich schieb mal. Weil da oben ist ein Block zum Schieben. Zu sein. Und was da oben ist, würde ich gar nicht wissen. Ist nicht Schieb hier. Ja, mitten im Bosskampf kann ich natürlich nicht einfach so aufhören. Ich hoffe, jetzt ist der schöne Bosskampf nicht, nicht veralbert worden oder so weiter. Aber das war der Bosskampf. Man glaubt es kaum. Und ich mag den Bosskampf unbedingt. Tja, was kann man denn noch so erzählen? Mmh.
Ach, so sieht das Ganze hier aus. Das ist ja echt ungünstig hier. Bam, bam. Bam, bam. Nein, ich muss früher loslaufen. Okay, nächste. Probieren wir es eben nochmal. Das hat funktioniert. Ja. Keine Ahnung. Ich guck mal kurz ein bisschen raus. Ja, was kann man noch erzählen? Ja, was kann man noch erzählen? War wohl wichtig. Aus mir unempfindlichen. Ja, wir sind im letzten Level der Großpyramide. Wir haben den Bosskampf gemeistert, Leute. Den Bosskampf. Genau den Bosskampf. Okay. Jetzt sind wir eigentlich auf dem Weg. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Sie wollte ja das Teil zerstören. Da hat Natasia trainiert, also den Skion zerstört. Was wieder auch so eine Sache ist. Weißt du, wir laufen durch die halbe Weltgeschichte und um den Skion zu kriegen. Und dann sagen wir uns am Ende, ich glaube, es ist besser, wenn wir ihn zerstören. Viel, viel Munition haben wir eigentlich geballert. Scheint nicht viel zu sein. Na gut, wir haben ja eben auch noch ganz schön viel gekriegt. Mal gucken. 6 Munition haben wir, 600 Munition haben wir gekriegt. Ich habe keine Ahnung, ich hätte mal drauf achten sollen, wie viele wir da verballert haben. Stopp. Ach, klasse. An den Raum erinnere ich mich. Ich weiß, es hilft euch jetzt nicht so viel, aber mich hilft das. Und zwar kann man hier rauf. Man darf bloß nicht so weit. Ich überlege gerade. Ja. Man darf nur halt nicht so nah an diesen Dingens. So. Ah, jetzt kommen wir wieder darüber. Ja. Auch eine nette Idee. Rüber und da kommt man dafür darüber. Hoppala hopp. Und jetzt ist man hier oben. Und hier oben. Scheiße. 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 Da oben ist Scheiße. Das ist mir wieder so ein. Ich. Okay, das haben wir ziemlich einfach hingekriegt heute. Aber es gibt auch manchmal Sachen. Das ist so eine Sache, die immer und immer und immer wieder gemacht wird. Keine Ahnung. Ja, ich sag's ja immer und immer und immer und wieder. Und ich habe keine Ahnung, warum. Das ist so alias... Wie heißt der nochmal, der Typ? Das hat wohl anscheinend auch nicht so viel ausgewirkt. Wieso? Ich kann doch nicht so schnell laufen. Ich kann hier nicht sprinten.